So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, das ist ein Infovideo für euch und für mich ein Platzmachvideo. Ja, und zu der Kategorie schwachsinnige Videos gehört das. Warum Platzmachvideos? Das sind 16 Magazine und Comics. Das ist eine Menge an Platz, die es wegnimmt. Meine Bekannten kommen ja und bringen Neues mit. Das heißt, ich habe es Diesen Platz habe ich schon mal auf jeden Fall frei. Aber nichtsdestotrotz ist es ja für euch ein Infovideo, wo was drin gewesen ist und was ich cool gefunden habe. Aber fangen wir jetzt mal erstmal an mit den älteren Lego Ninjago Magazine nicht. Da zeige ich euch was. Hier zum Beispiel, das ist einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechs, siebenmal. Das Lego Ninjago Magazin Nummer 77. Ja, mit meinem Kumpel Kai. Und ein Flammenwerfer. War nicht so berauschend. Warum ein Flammenwerfer? Ist Kai jetzt unter der Ghostbusters gegangen? Ja, viele von euch, wo ich das Magazin angeboxt habe, haben ja geschrieben, ah, das ist wirklich absoluter No-Go. Das geht nicht. Warum ein Flammenwerfer? Ich verstehe es bis jetzt nicht, aber ich benutze den Flammenwerfer ja nicht. Das sind für mich Teilespender, besonders mit dem Druck drauf, das wisst ihr ja. Aber ich lasse diese Minifiguren original verpackt. Das ist ja diese Kai-Figur gewesen. War nicht schlecht, aber wie gesagt, mit Flammenwerfer verstehe ich einfach nicht. Und das im Ganze Mal, aber ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, wie habt ihr den Kai gefunden mit Flammenwerfer? Ist es für euch okay? Nutzt ihr den oder nutzt ihr wirklich nur die Figur? Weil die Figur an sich hat einen coolen Druck. Ja, das ist ja diesmal mit dem Schal und ihr seht es ja, da seht ihr es nicht hier direkt. Hier drauf seht ihr das hoffentlich. Seht ihr, ist ein netter, schöner Druck gewesen. Es ist einfach so. Aber der Flammenwerfer an sich auf keinen Fall. Aber ich habe mir jetzt wieder 4, 5, 6, 7 Mal. Ja, ich habe natürlich auch schon ein paar Mal, weil ich habe ja auch schon schwachsinnige Videos mit Lego Magazine gemacht. Oder mit diesen. Ich habe den öfters. Braucht man den öfters? Nein. Dieses zwei, dreimal würde erreichen. Das ist einfach so. Würde es absolut ausreichend sein. Aber ich habe jetzt 7 Mal Kai mit Flammenwerfer. Warum? So, kommen wir jetzt zu den Comics, weil ich brauche hier gerade Platz. So, das sind die Lego Ninjago Comics. Nummer 44. Zweimal. Ich sage immer so schön, ein Schlafanzug Ninjago, der weiße. Aber die Waffe an sich, weil es Silber ist, passt der gut zu den Lego Elementaldrache. Ja, wenn damit so eine kleine Armee macht, ich packe ja meistens immer den Eiskaiser dabei, aber dieser passt auch wunderbar, weil es eben so eine graue, silberne Waffe hat. Und wenn die vor den Elementaldrachen ist, ihr wisst, wenn ich meine, den weiß-silbernen oder weiß-grauen, da passt er wunderbar dazu. Das ist einfach so. Ich habe den auch schon mehrfach. Gibt auch natürlich noch andere Lego Ninjago Figuren, die dazu passen. Aber ich mache das meistens immer gerne mit der Eiskaiser-Armee. Aber er passt wunderbar dazu. Das dazu. Und wie findet ihr den? So, dann habe ich hier noch zwei verschiedene Comic. Einmal die Nummer 43. Ja. Möchte ich nichts zu sagen. Waffe, Ersatzteilspender, Minifigur brauche ich nicht im Prinzip. Aber ich habe das Comic und einmal das Comic Nummer 35. Warum so ein älteres? Weiß ich nicht. Ich sage mal Einbein oder Hinkelbein zu ihm. Ist aber so eine richtig coole Figur. Habe ich natürlich auch übertrieben viele. Aber teilweise habe ich auch die Beine abgemacht und die Doppelbeine dran gemacht, weil von Lego City schwarze Beine kommt man immer dran.
Sieht irgendwie interessanter aus, aber die Waffe habe ich weggelassen. Es ist so. Ist aber eine coole Bösewichtfigur der Lego Ninjago Serie. So, das war jetzt das. Den machen wir gleich. Jetzt habe ich natürlich hier noch einmal, machen wir erstmal die offenen, das Lego Magazin Nummer 58. Spektakulär. Nein. Schlicht einfacher. Blauer, das ist ja, wo die hier mit dem Feuer, mit den Leuchten rausgekommen sind. Seht ihr mit den Haaren, ist der blaue Ninjago. Passt. Das war's. Dann haben wir hier das Lego Ninjago Magazin Nummer 73. Silberweiß. Seht ihr? Passt auch zu den Elementardrachen. Er passt wirklich dazu. Dazu gab es ein Boostertütchen. Der weiße Ninjago mit der Schild und silbernen oder silbergrauen Kopf, der auch genial zu dem Elementardrachen wunderbar dazu passt. Oder zu auch zu den einen, ich glaube, nee, wo er nicht zupassen würde, ist zu den goldenen, weil das nämlich passt. Aber ist trotzdem im Prinzip eine coole Figur. Dazu gab es eine limitierte Karte der Lego Ninjago Serie 6. Also ist noch ziemlich aktuell, nämlich die LE2. Und limitierte Karten sind für mich immer wichtig. So, dann haben wir zweimal das Lego Ninjago Magazin Nummer 75. Und ihr habt auch jetzt festgestellt, das, was davor rausgekommen ist, die 73, gab es noch ein Boostertütchen. Hatte man also mehr von das Geld. Hier eben weniger, weil die Booster fehlten. Dazu gab es eine limitierte Karte. Die LE7 der Lego Ninjago Serie 6. Der goldene Kai. Für mich richtig perfekt. Zweimal. Und ich sag's immer so schön, der blaue Ninjago. Ja, er war... Er hat ja den schönen Druck, seht ihr, mit das Zeichen, wo ihm hier der Kai wunderbar zu passt. Er hat einen Flammenwerfer, er hat einen Eisstab. Die gehören ja zu der Serie. Es passt auch wunderbar. Aber hier ist die Waffe cooler, besonders die Blitze, die Eisblitze. Kann ich immer wieder für was anderes verwenden. Ihr wahrscheinlich auch. Dieses Magazin. Eben zweimal. Und alles, was ihr bis jetzt gesehen habt, könnt mir eine Kommentare schreiben. So, von Kai habe ich 2. Von diesen blauen habe ich mir 4 geholt, weil euch der blaue liebt. Ihr mögt oder wisst, was du damit anfangen sollst mit die Einzelteile. So, und natürlich die limitierte Karte ist für mich ganz wichtig, der goldene Kai, die LE7 der Lego Ninjago Serie 6. Also, das passt schon. So, und jetzt kommen wir zu das letzte, 16. und letzte Magazin. Das Lego Ninjago Magazin Nummer 74. Ist cool gewesen. Habe ich auch so viele schwachsinnige Videos von gemacht. Übertrieben schwachsinnig. Warum? Nicht wegen das Boostertütchen. Auch diesmal nicht die limitierte Karte, die LE5 der Lego Ninjago Serie 6. Ist eine richtig coole Karte. Nein, wegen den Totenkopfmagier. Warum? Ihr habt es ja gesehen, es gibt ja den Totenkopf, kann ich direkt aufschneiden, weil bei mir kommen die in die Kiste rein. Gibt es in bestimmte Sets, da hat der hinten so Flügel dran, die man so aufsteckt. Das gefiel mir nicht. Habe ich sofort gesagt, nein, das gefällt mir nicht. Ich habe überlegt, was kann ich machen und habe dann im Internet die Lego Batman Flügel entdeckt, die alten.
habe ich euch natürlich dann ein Video gemacht. Hier sind die Totenkopf. Die Kiste ist voll. 86 Figuren drin. Ich habe mir natürlich sofort 10 von diesen Flügeln bestellt. Und dann sieht er nämlich so aus. Ist ja wohl viel spektakulärer und ist schön flach dran. Und die anderen, die dazugehörten zum Sitz, da hat er so einen Umhang um, da könnt ihr den draufstecken. Aber ich finde hier die alten Batman-Flügel viel intensiver, interessanter, weil er steht ja schön gerade. Die ist auch nicht breiter dadurch geworden. Für die Aufsteckflügel gefällt mir viel besser. Und ihr seht es selber. Ja, die Kiste, die ist jetzt so langsam übervoll. Zum Glück, dass es den Totenkopfmagier so nicht mehr gibt. Aber nichtsdestotrotz war das jetzt für euch ein Infovideo. Für mich ein Platzmach-Video und ein schwachsinniges Video war es sowieso. Ich verlinke irgendwas von Lego Ninjago unter ein Video. Sicher und bequem auf jeden Fall. Günstiger müsst ihr selber mal schauen. Aber das Allerwichtigste ist natürlich, dass ihr gesund bleibt, ihr und eure Familie. Und dann schreibt mir jetzt in die Kommentare alles, was ihr wollt, welchen ihr öfters habt. All das könnt ihr, sollt ihr posten, kommentieren, für mich und alle anderen natürlich. Und ich sage wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.